Hallo zusammen, hallo liebe Weltenentdecker, ich begrüße auch meine kampferprobte Community und hier die Suchtis von WoW, die von dem Spiel ebenso nicht genug bekommen können und es so lieben wie ich. Mein Lieben, schön, dass ihr alle reinschaut und schön, dass ihr heute alle wieder dabei seid. In der ersten Folge meines kleinen WoW-Projekts von meinem kleinen Paladin hier sind wir doch tatsächlich runter in den Schlund verbannt worden. Jawohl, dieses Add-on wollte ich nochmal durchspielen, beziehungsweise ich habe es noch nicht durchgespielt, die Shadowlands. Wir sind hier zurzeit hier unten im Schlund gelandet, haben zuerst oben in der Eiskronen-Zitadelle, ne, haben wir erstmal die Maske so ein bisschen zusammengebaut und dann wurden wir hier unten in den Schlund verbannt. Warum? Wir erhoffen uns hier, dass wir unseren Prinzen wiederfinden, ne? Unseren Anduin, weil den haben sie auch entführt. Ne? Hier. Also ich schätze mal eher, bei der Horde werden sie dann auch irgendjemand entführt haben. Übrigens, herzlichen Dank, liebe Sandra, liebe Nio, herzlichen Dank für die Schenkung des letzten Add-ons. Sie hat mir in den letzten Tagen das Add-on bzw. in der Digitalversion geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist absolut nicht selbstverständlich, dass sich jemand die Mühe macht und das Geld für mich ausgibt, sodass ich mit euch zusammen das letzte Add-on auch erleben darf. Vielen, vielen Dank dafür. Übrigens, wenn ihr da Bock drauf habt, gerne ein Abo dalassen und auch die Glocke aktivieren für die nächsten Folgen. Wir spielen das hier eher ein Rollenspiel. Ich möchte ja nicht durchwaschen, sondern mich mit euch so ganz gemütlich halt die Story kennenlernen. Ne? Klar werden wir ein bisschen kämpfen und so weiter und so fort, aber nicht, dass ihr denkt, dass ich hier durchwasche mit allen drum und dran, in zwei Tagen ist der Spaß durch. Das erlebt ihr hier leider nicht. Okay? Wir machen es hier ein bisschen gemütlicher. So, jetzt gucken wir nochmal rein ins Inventar. Da haben wir so gut wie es geht alles mal, ne, alles mal rausgepackt. Ich habe ja auch noch ein kleines bisschen das UI aufgeräumt. Hier an der Seite hatte ich mal so ein paar solche Leisten. Die habe ich auch erstmal weggenommen. Ich glaube, das hier reicht das mal für uns. Ne? Wir können dann mit Bartender, wenn ihr da Bock habt, können wir noch ein paar Leisten mehr hin und her packen. Aber ich glaube zurzeit, ich glaube, das reicht das mal. Ne? Wenn uns da noch ein paar Punkte fehlen, beziehungsweise ein paar Skills oder ein paar kleine Perks, dann werden wir die noch mit einbetten. Aber ich glaube, hier unten ist der Heal. Ich habe den mal nicht ganz so groß gemacht. Hier oben sind dann die Hauptfertigkeiten, hier dann die verschiedenen Auren und so weiter und so fort. Also ich denke mal, wir sind ja hoffentlich auf der sicheren Seite. Unsere Lady Jaina, die haben wir früher, also die heißt ja bei uns nicht Jaina Prachtmir, sondern wir haben sie dann immer Janaina genannt. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wie gesagt, wir haben sie Janaina genannt. Die hat eine Quest für uns. Das geht hier in der Story weiter. Ruht euch aus, Halbors, solange ihr noch könnt. Ich werde euch sagen, was ich weiß. Gut, dann gehen wir mal rein. Eine kurze Ruhepause, ne? Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Wenn ihr bereit seid, erzähle ich euch, was ich weiß. Die Geschichte kenne ich schon, die Einführung im Schlund überspringen. Oribos wartet auf euch. Wir gehen weiter, eine kurze Ruhepause. Sprecht mit Janaina in der tobsüchtigen Rast, um zu erfahren, was sie über den Schlund weiß. Dann machen wir das. Ne? Und dann erzähl mir von diesem Ort. Kontrolliert eure Macht. Oder also gut, wo fangen wir an? Und los geht's. Jetzt muss er da hinterherlaufen. Dieses Reich, den Schlund. Soweit ich weiß, ist er ein Gefängnis für die verdorbensten, unbelehrbarsten Seelen, die es je gab. Oh ja. Etwas ist anders. Reine, edle Seelen werden ebenfalls hier gefangen gehalten. Sie schreien vor Qual. In der Tat. Und einer ihrer, und damit unserer Folterknechte, ist Sylvanas Windläufer. Alles klar. Also, das haben wir fertig gemacht. Hm? Erzähl mir mehr über den Kerkermeister. Sie hat wohl einen Der Kerkermeister herrscht hier. Mhm. Wir wissen nicht viel über ihn. Nur, dass er sich sehr für uns interessiert. Er wacht persönlich über unsere Behandlung hier. Ihr wisst Bescheid. Wir haben zahllose Qualen erduldet. Manchmal schien es, als würden wir getestet. Für welchen Zweck? Kann ich nicht erahnen. Okay. Was ist mit den anderen, die entführt wurden? Egal, was dieser Kerkermeister. Ich habe Bane und Anduin kurz gesehen, als ich ausbrechen wollte. Mhm. Sie leben. Sie leben. Mehr kann ich nicht. Das hatte ich euch am Anfang gesagt. Ich habe keinen Weg aus dem Schlund gefunden. Ich kann nur über kurze Distanzen teleportieren. Dieser Albtraum scheint. Ausbruchssicher. Ausbruchssicher. Geil. Zahllose Seelen strömen jetzt in dieses Reich. Doch andere sind schon ewig hier. Vielleicht weiß eine von ihnen einen Weg hinaus. Das kann schon sein. Ich kann mir kaum ausmalen, was diese Geister durchgemacht haben. Ich fürchte, sie sind nicht mehr zu retten. Sie manifestieren sich als böse, umherirrende Schemen. Ich bezweifle, dass sie uns helfen wollen. Das weiß man nicht. Die schwarze Klinge weiß, wie man die Toten zum Reden bringt. Wenn wir einen Schemen fangen,
können wir seine Geheimnisse enthüllen. Okay. Also, da wisst ihr Bescheid. Die Quest ist durch. Alles klar. Eine kurze Ruhepause. Gibt nochmal ein bisschen Kohle. Sehr schön. Und ein paar EP. Können wir ja immer gebrauchen. Erlangt mit dem zerschmetterten Helm der Herrschaft die Kontrolle über 5 Schatten der Boshaftigkeit auf den Ebenen der Qual. Ne? Auch wenn diese Seelen über Wissen verfügen, das wir benötigen, müssen wir es uns aneignen. Das heißt, wir müssen hier höchstwahrscheinlich mit dem Helm loslaufen und müssen dann ein paar solche Schemen entweder einfangen, kontrollieren oder erstmal, ich denke mal, erstmal runterklopfen. Und wenn die dann unten sind, so, keine Ahnung, 20-30% ihrer verfügbaren Trefferpunkte, dann können wir die höchstwahrscheinlich unter Kontrolle bringen. Ja, aber das sehen wir, ne? Hier haben wir jetzt die Krone, schaut mal. Da zerschmettert der Helm der Herrschaft. Und wir müssen dann hier raus. Und da oben geht's weiter, ne? Ja, der Schlund ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, was das war, ein Dungeon oder irgendwas zum Farmen. Wie gesagt, ich bin hier drin nie gewesen. Ich habe nur gehört, dass der Kerkermeister, entweder ist er ein Endboss, entweder ist er wirklich ein Endboss hier. Oder, boah, wie gesagt, ne, also September war die Reisetagebuch. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Dungeons, gucken wir mal rein, ne. Hier Schattenlande. Und hier hätten wir nicht die nekrotische Schneise. War das nicht das? Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich lande auch noch dazu, ne, muss ich sagen. Gut, hier hätten wir einen. Hier hätten wir so einen Kollegen. Achso, den muss man gleich... Alles klar. Können wir den gleich... Ne, na, das Ziel muss geschwächt sein. Ihr habt es gesehen. Benutzt den Helm, während er geschwächt ist. Ja, ja, mach mal. Okay. Nummer 1 geschwächt. Na komm. Ja, nehmen wir. Also wir müssen den ungefähr so auf 40% runterprügeln. Ne? Gepeinigtes Amalgam. Okay, das ist ein bisschen ein Elite. Den brauchen wir aber nicht. Wir nehmen den hier, der reicht auch. Bin ich mal gespannt. Also runter auf 40% ballern. Ja, reicht. Und dann können wir unterwerfen. Ich sag's doch, Ehrfurcht und Demut. So, rein mit dem Hammer. Jetzt können wir uns nochmal komplett voll heilen. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Nein, wir brauchen noch kurz. Jetzt. Geil. Da hinten ist keiner. Schnappen wir uns den hier, hä? Bäh. Ich liebe diesen Schild. Das ist einfach so geil. Und schon ist er unter unserer Kontrolle. Sehr schön. Okay. Alter, hier gibt es eine Kohle. Das gibt's gar nicht. Erlangt mit dem zerschmetternden Helm die Kontrolle über das gepeinigte Amalgam. Das heißt, wir müssen das tatsächlich... Dieses Ziel ist äußerst gefährlich. Ja. Ich gebe der schwarzen Klinge ein Zeichen, uns zu helfen, wenn wir angreifen. Ja, ja, nur den... Schwarze Klinge zu mir! Reiß das Monster zu Boden! Das kriegen wir schon hin. Wir werden mal kurz nehmen. Dann werden wir hier den Buff aktivieren und so weiter und so fort. Also alles gut. Kriegen wir schon hin. Wow. Geil. Okay, jetzt sollten wir es aber unterwerfen können, oder? Ja, wir können es beherrschen. Guck mal. Hauptsache, wir hauen nicht ab. Ja, wir haben's. Wir haben's. Okay, das war's. Kehrt zu Lady Janaina Proudmoore in der trostlosen Rast zurück. Gut. Wir hatten hier doch, glaube ich, auch das Game mit dem Gaul. Hier. Da können wir mal ein paar Sekunden. Da könnten wir mal ein paar Sekunden einfach mit unserem magischen Elefanten durch die Gegend laufen oder was auch immer das hier ist. Ja. Und das gibt uns schon einen schönen Buff. Vor allem, guck mal, die Abklingzeit. 30 Sekunden, das geht relativ schnell. Also, wir können es schon öfters benutzen, wenn wir Bock drauf haben. Ne? So, Seelen in der Hand. Wir sind für. Oh Gott.
Gut, genug ausgeruht. Es gibt noch viel zu tun. Das ist mir schon klar. Der Löwenkäfig. Findet König Anduin Rin. Das habe ich mir schon gedacht. Ne? Also, wir müssen ihn auf jeden Fall finden. Und der ist da oben. Guck mal, also, wenn man jetzt so ein bisschen ranzoomt, dann müssen wir hier den Ebenen raus, die Brücke überqueren und hier zum Dremalkum. Dremalkum. Entschuldigung. So, das heißt, wir schnappen uns wieder irgendein Pferd. Moment, muss ich kurz mal schauen. Sammlungen, bla bla bla. Hier, zufälliges Lieblingsreittier beschwören. Das locken wir. Ach nee, wir haben es ja schon. Ja, egal. Hier. Ich habe es bloß nicht gesehen, es war gerade ausgegraut. Hier haben wir es, ne? Dann reiten wir mal da runter. Ach so, wir können hier nicht. Okay, da können wir nur auf unser göttliches Ross zurückgreifen. Wir müssen da hoch. Wir müssen nicht runter, wir müssen hoch. Wir müssen irgendwie da hoch. Alter, was kommt denn da von Lappen gelaufen? Ein Riese. Ein stygischer Riese. Alles klar. Ich glaube, das ist nicht wirklich für uns bestimmt, aber egal. Wir können hier kein Reittier benutzen. Wir können hier kein Reittier benutzen. Aber wir sind richtig. Wir laufen den Weg hoch, dann nach Osten. Und dann sollten wir langsam auf die Spuren von unserem König treffen. Hier ist die Brücke. Guck mal, da ist die Brücke. Wow, okay. Schlundgeborener Abfänger. Also mit dem hier würde ich mich gerne mal anlegen. Komm her, mein Freund. Super. Gibt Kohle und Schleierstoff. Alles klar. Oh, hier müssen wir aufpassen. Guckt mal. Okay, das ist fies. Schilden. Ja, den kriegen wir weg. Und es geht weiter. Bin immer gespannt hier hinten. Das wo ist das Tremaculum? Hier werden Seelen gequält und zu elenden Schemen verzerrt. Ja, ja, das machen wir gleich. Also unseren König werden sie jetzt nicht mehr verzehren. Denn da sind wir jetzt da, um ihn zu befreien. Ne? So viel steht fest. Hier gibt es ein bisschen Kohle. Oh, ein Gold pro Gegner. Wir haben uns im Classic damals durch die Gegend geprügelt, um ein paar Kupfer von den oder ein paar Silberlinge von den Gegnern zu kriegen. Aber hier gibt es halt gleich massiv ein Gold vom Gegner raus. Oder knapp 94 Silber. Krass. Was ist das? Oha. Erreicht das obere. Wir haben es erreicht. Da hinten, guck mal. Da hinten ist unser Questziel. Komm, wir nehmen den. Wir nehmen unser heiliges Ross und dann schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Da hinten steht er. Was ist denn das? Sylvanas Windläufer. Sylvanas. Ey. Was hat sie bloß mit ihm vor? Wartet. Auf was? Janaina haltet den Kopf unten und beobachtet. Alles klar, wir beobachten. Ihr brecht mich nicht. Wie engstirnig. Da enttäuscht ihr mich. Unwichtig. Wir finden, was wir suchen. In jemand anderem. Anduin, wie schlimm seid ihr verletzt? Keine Sorge. Gut, dass ihr alle in Sicherheit seid. Diese Fesseln können wir nicht brechen. Wir müssen ihn anders befreien. Bin gespannt. Also auf irgendwelche Schalter umlegen, oder irgendwas. Weil das, ich glaube, deshalb hat die den wahrscheinlich auch in Fesseln gelegt, dass die immer wieder zurückkehren kann. Und dann lässt ihn entweder ausbluten, aushungern und so weiter und so fort. Aber wir müssen ihn jetzt hier befreien. Schaut mal.
Der Schlüssel der Quälerin. Besorgt den Schlüssel von Fael der Quälerin. Und was haben wir noch? Unverdientes Schicksal. Sammelt schlundgebundenen Schlüssel von Streitkräften der Schlundgebundenen im Tremaculum. Und befreit damit 15 gefesselte Seelen. Okay, alles klar. Ich glaube, wir müssen hier wieder zurück. Ja. Hier gibt es jede Menge Gegner außenrum, aber ich glaube, die können wir auch zum Schluss machen. Okay, komm, wir holen mal den. Wir schilden dann mal auf den. Mal schön reinhalten hier. Was machst du für Sachen da drin? Okay, der ist weg. Der ist auch weg. Gibt es da dafür wenigstens den Schlüssel? Nö. Das heißt, ihr seht, wir brauchen hier auf jeden Fall Schlüssel. Jetzt weiß ich zum Beispiel auch nicht, in wie viele Leute hier in so einem Knast drin sind. Das heißt, wie viele Schlüssel braucht man denn da dafür? Ist aber egal. Eins nach dem anderen. Wir laufen wieder zurück. Ah, es gab einen. Guckt mal. Findet die Höhle auf der anderen Seite der Kluft. Unsere Verbündeten schützen euch. Das heißt, wir müssen hier wieder runter. Ob wir wollen oder nicht. Wir müssen wieder runter. Guckt mal. Ja. Das nützt nichts. Okay, dann aktivieren wir mal das heilige Ross. Dann laufen wir wieder runter und hauen uns unten einfach mal ein bisschen rum. Wir brauchen ja mindestens, also ich schätze mal, 5 Schlüssel werden wir in jedem Fall benötigen. Wenn nicht ein paar mehr. Guckt mal, hier stehen überall diese Gefängnisse rum. Okay, alles klar. Komm, da holen wir mal so ein bisschen was. Warum müssen die immer schießen? Ich meine, der Thrall ist schon geil, ne? Gerade als Nahkämpfer. Macht da halt richtig Spaß. Da kann man auch mit einem Zauberer und mit einem Hexer hier reingehen. Weil der hält ja einen alles auf. Okay, den hätten wir. Den hätten wir auch. Können wir den? Nee. Doch, den können wir auch. Was machst du hier, Wasser? Wir haben noch irgendwelche hier Unterbrechungszauber am Start. Endlich mal wieder ein Schlüssel. Okay, das war der zweite. Das heißt, hier könnten wir schon mal ein bisschen was öffnen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und wir müssen dann ja auch den Typen da hinten irgendwo killen. Schlundgeborener Willensbrecher. Boah, diese Namen, hä? Das war's hier. Komm, wir laufen mal runter. Schlüssel der Quälerin. Okay. Ah, da müssen wir da rein. Wie kommen wir denn da rein? Noch macht mich doch wahnsinnig, bitte. Also, ach, hier oben. Da kommen wir rein. Okay, alles klar. Moment. Dann nehmen wir gerade mal hier die ganze Ecke. Der wächst aber schön hier. Der wächst sozusagen aus sich heraus. 10 von 5. Sie wird euch verteidigen. Ja, ja, alles gut. Nur die Ruhe. Wir holen uns erstmal hier noch einen Wächter. Und dann holen wir uns da dahinter noch eine Wache. Hier, da, zack. Da. So, einer ist weg. Machen wir den schon mal auf. Wir müssen halt unbedingt... Boah, den mische ich auch mal.
Ein schlundgeborener Abfänger sitzt auf einem Sehnenjäger. Der sieht aber auch schön aus. Halt richtig geil gepanzert, ne? Wir dürfen die Welt nicht der Dunkelheit überlassen. So. Hoffen wir mal, dass wir hier unseren letzten Schlüssel bekommen. Und dann werden wir hochgehen. Dann werden wir uns da oben den Schlüssel holen. Jawohl. Ich weiß jetzt nicht, was wir mit dieser lichtlosen Seite und so weiter anfangen dürfen. Schnell, aber guck mal. Zurückkehren. Was ist denn das? Eine Fürbitte. Ruft das Licht im Namen des gefallenen Verbündeten an. Führt Geist und Körper wieder zusammen und erlaubt es dem Verbündeten. Okay. Im Kampf. Okay, okay. Das ist so was Ähnliches wie beim Droiden. Das kann jetzt auch der Pala, so wie das aussieht. Kannst du, während des Kampfes kannst du dann einen wiederbeleben. Geil. Guck mal, Attentäter. Vielleicht kann man mit dem Schleierstoff wieder Taschen bauen. Ich war immer so scharf auf, bei den neuen Add-ons zum Beispiel war ich immer so scharf auf neue Taschen. Na, die haben immer ein ganz kleines bisschen noch mehr Platz geboten, wie die eigentlichen Taschen, die man so anhat. Aber Glutseitentaschen sind auch schon 22 Platz. Das ist schon geil, ne? So, das Ding hat 34k. Boll. Ihr werdet gebrochen. Ja, ja, komm her, wir werden gebrochen. Dann lass erstmal hier die vier schwarzen Klingen mal mit anfangen. Die dürfen auch mal mit hier gemütlich hier mit reinhauen. Und schon war's das, ne? Also, alles gut? Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder hoch. Müssen wir erstmal gucken, wie wir wieder zum Ausgang kommen. Ah, dort vorne, guck mal, dort vorne ist die Druckplatte. Okay. Das müssen wir ja erstmal hier finden. Hier kommt noch einer, so eine Wache, aber vielleicht haben wir Glück. Ja, haben wir. Schon geil gemacht, aber ich hätte es über Kreuz gerne gehabt, so damit man wirklich aufpassen muss, wo man hinläuft. Aber das ist meckern auf echt hohem Niveau, also nicht drauf hören. Wir dürfen die Dinger jetzt aufbrechen, guckt mal. Und dann könnte man ihn befreien. Wir werden erstmal die Quest abgeben. Eine gerechte Sache ist es immer wert, yep, für sie zu kämpfen. Oh, neues Level. Das war die Nummer 1 und das war die Nummer 2. Danke. Ich hatte befürchtet, diese Fesseln nie wieder loszuwerden. Ah was, die kriegst du schon los. Hallo, wir sind doch da. Und wieder Kohle. Kehrt zu Lord Darian Morcrane in der trostlosen Rast zurück. Meine Teleportationsfähigkeit ist hier eingeschränkt. Aber ich sollte ein Portal zurück zu meinem Stab öffnen können. Geil. Okay, da müssen wir nicht zurücklaufen, sondern ich wollte es gerade sagen. Hier rein. Diese Wunden sehen schlimm aus. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an, was hier passiert ist. Ihr kommt gerade recht. Ja, soll ich reden. Wir müssen unser eigenes. Sagt, wie kommen wir hier weg? Zwecklos. Okay. Brauchen wir da dafür einen Schlüssel, oder? Sagt uns, wie wir ihn finden. Portalstein beim Kessel. Vielleicht. Portalstein beim Kessel. Aha. Okay. Also. Ergibt das für euch einen Sinn, Lord Admiralin? Der besagte Kessel liegt hinter dem Fluss der Seelen. Ich glaube, Bane wird dort festgehalten. Dann haben wir ein klares Ziel. Haben wir. Ich habe gerade ein neues Haustier entdeckt. Es bleibt ein Funken Hoffnung. So, Shanaina, überquert die Brücke des Georgia oder Gorgoa, des Flusses der Seelen. Die östlichen Truppen halten hier die Stellung.
Gebt Bescheid, wenn ihr diesen Portalstein findet. Okay, wir müssen aus der Höhle raus und dann einfach nach Osten laufen. Ich bin gespannt. Und die bleiben alle hier? Alter, das ist wahrscheinlich dann unser Vorposten hier irgendwie, hä? Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass sie hier alle so hier bleiben. Was ist das? Immer noch keine Spur von Tyrande. Wir dürfen sie nicht in diesem Albtraum allein lassen. Ja, aber wir wissen nicht, wie wir sie finden sollen. Ja, das stimmt. Wir versuchen es, aber dieser Portalstein könnte der einzige Weg hier raus sein. Das wäre jetzt die Frage, wo lang? Wenn es einen Weg aus dem Schlund gibt es auch einen hinein. Wir werden zurückkehren. Entweder da rein. Das heißt, wir laufen jetzt, wir gehen erst raus und dann kommen wir garantiert wieder. Entweder wirklich als Dungeon, nehme ich jetzt mal an. Oder irgendwie anders, aber das ist Ziel. Ach komm, da pullen wir gleich alle. Kommt her, meine Freunde. Sehr schön. War einmal schön AOE raus, damit sich das lohnt. Gut. Okay, 80 Meter, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das hier die Brücke? Das ist die, oder? Ja, das ist der Fluss der Seelen. Wow. Oha. Das war klar. Doch recht gründlich von elenden Champions geschlagen, Hexe. Für diese Beleidigung bezahlt ihr! Meine Schlundgebundenen werden den Himmel eurer Welt verdunkeln! Alles klar. Na dann. Für Azeroth! War doch direkt ins Gesicht. Oha. Ist unerträglich. Weiter! Aber so wie es aussieht, müssen wir ja raus. Entkommt aus dem Fluss. Wir sind zumindest mal entkommen. Seht nur da oben. Ist das? Das ist der Kerkermeister. Da ist er. Er hat Bane. Ja, der hängt da dran. Ich hab's doch gewusst, dass sie auch einen aus der Horde entführt haben. Nicht nur unseren König, sondern auch den Bane. Ich werde tun, was ich okay, kann. Was müssen wir jetzt machen? Oha. Aufsehen erstaunlicher. Euer Geist ist unwürdig. Bane, nein! Der hat den fallen lassen. Der hat den einfach fallen lassen. Sein Geist bleibt geschwächt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich vielleicht schon. Weit weg von hier. Okay, mehr als körperliche Wunden. Gemeinsam sind wir stark. Besorgt euch eine Weltklinge von einem schlundgeborenen Seelenzerfetzer. Für und was müssen wir noch? Vorsicht, Tal, ganz langsam. Eine gute Axt findet unter den Waffen der Schlundgebundenen. In Detritos eine passende Waffe für drei. Alles klar. Euch den Weg weisen. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Hier gibt es eine Weltklinge und das sind die Waffen der Schlundgeborenen. Gut. Jetzt müssen wir hier einfach mal durch, müssen ein paar Gegner killen und dann halt einfach mal die Waffen angucken. Immer mal diese. Eine Armbrust. Ich wollte gerade sagen, die Waffenrex angucken. Ich sehe meinen Gegner lieber in die Augen. Sie hat ein ordentliches Gewicht. Aber schauen wir, was wir sonst noch finden. Ja, wir gucken. Krall, das ist kein Problem. Unterbrechungszauber sind schon schön, ne? Wenn man die halt andauernd anwenden könnte, wäre das schon geil. Aber es geht halt nicht. Moin! Komm mal her, damit es sich lohnt. Genau, hau mal richtig rein, Drall.
man macht schon moderaten Schaden, das muss man schon sagen. Stäbe waren nie mein Ding, aber immerhin bricht dieser nicht im Nahkampf. Suchen wir weiter. Hier oben gibt es noch jede Menge, hier unten auch. Mal gucken. Ich schätze mal, wir müssen bestimmt 4 oder 5 solche Waffenrecks schon durchsuchen. Ich habe kein Ziel. So, nächstes Waffenreck. Guck gerade, hier unten gibt es auch ein paar. Eine taugliche Waffe. Allerdings habe ich nie verstanden, was die Allianz an Schwertern findet. Zu viel Klinge, zu wenig Heft. Der Trall, der hat auch nur zum Maul. Ne, wenn der eine schöne neue Waffe findet, das nicht, das stimmt nicht, das ist nicht schön, das brauche ich nicht. Der hat auch nur zum Maul. Ach komm, Troll. Besser als nichts, schätze ich. Sehen wir uns weiter um. Da oben gibt's noch ein. Da oben gibt's, glaube ich, auch noch ein Waffenreck. Ach, schaut mal, wir haben fast komplett einmal hier durchgemacht. Immer schön reinhalten. Den können wir noch mal gemütlich unterbrechen. Ja, okay, eine Weltklinge haben wir gefunden. Rains Blut befleckt die Klinge noch immer. Endlich. Ja. Eine echte Kriegerwaffe. Na, endlich. Okay. Wenn der Kerkermeister kommt, wird er meinen Stahl kosten. So, wir haben alle beide Quests fertig. Schaut mal, die Wegklinge hätten wir. Und die gute Axt auch. Lockt die dahinsiechende Präsenz in Dieter hervor und vernichtet sie. Alles klar. Was ist denn die dahinsiechende Präsenz? Ach, die müssen wir jetzt direkt dort unten wieder beschwören. Okay. Indem wir den wiederbeleben. Ich glaube, das war das. Dann kommt so ein Feind. Dann kommt so ein Gegner und den müssen wir, glaube ich, vernichten. Alles gefasst, wenn ich die Klinge zerbreche. Na, das habe ich gemeint. Dieser Fluch zerreißt deine Seele. Ihr müsst es besiegen, schnell. Mach mal, kein Problem. Schön unterbrochen. Kriegen wir hin. Ich glaube, er kommt zu sich. Bane, hört ihr mich? Anduin. Das ist der mit dem riesen Holzstück auf dem Rücken. Ich dachte, das ist mein Ende. Ja. Alles gut. Wäre es fast gewesen, wäre nicht dieser Champion. Dann gilt euch mein ewiger Dank. Ach was, alles cool. So, wie geht's weiter? Wir kämpfen. Also, wir müssen mal gucken. Wir haben hier 300 Gold fast in dieser Sitzung gemacht. Das ist unglaublich. So. Führt eure Verbündeten an Zuvals Kessel vorbei. Ich werde niemals vergessen. Wir suchen einen Portalstein jenseits des Kessels. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe auf dem hohen Grat einen uralten Steinobelisken gesehen. Das ist schön. Er schien unbedeutend. Die Truppen des Kerkermeisters haben ihn ignoriert. Warum? Was meint ihr, ist er? Unser Weg hier heraus. Hoffen wir. Auf euer Kommando hin werde ich uns vor neugierigen Blicken verbergen. Na dann. Die Truppen des Kerkermeisters sind endlos. Ja. Wir können sie nicht alle besiegen. Das sind die ganzen Seelen. Überlegt Jenna, euch das mal. Könnt ihr uns vor ihnen verbergen?
Mein Zauber wird uns an den meisten seiner Wachen vorbeibringen. Mhm. Aber einige werden ihn durchschauen können. Bleibt bei mir. Sie dürfen uns nicht bemerken. Wartet. Können wir weiter oder wie sieht's aus? So, wir müssen dahinter, ne? Guck mal. Vorsicht. Diese Augen können meinen Zauber durchschauen. Okay. Vorsicht. Diese Augen können meinen Zauber durchschauen. Müssen wir jetzt mit denen mitlaufen oder müssen wir komplett bis hier hinten alleine uns irgendwie durchschlagen? Die Armee des Kerkermeisters reicht an die der Legion heran und wird noch größer. Schaut euch bitte an. Was für Feinde, hä? Ah, das sind wieder die Augen hier. Ich denke mal, zum Schluss müssen wir... So viele Seelen strömen in den Schlund. Die Toten von Azeroth. Draenor. Aus Welten jenseits unserer Vorstellungskraft. Alle hierher. Wartet! Um zu Waffen für den Kerkermeister geschmiedet zu werden. Genau. Die kommen dann, die Toten Trotz kommen dann alle hierher. Was Sylvanas getan hat, hätte ich nie gedacht, dass sie sich an so etwas beteiligen würde. Okay, weiter geht's. Also eine geil gemachte Story, ne? Hier unten im Schlund, muss man schon sagen. Ich habe das hier unten im Schlund einmal gespielt, aber da wollte ich schnell. Weil ich echt nur durchkommen wollte, weil ich das hier, ja, wie soll ich das sagen? Ich fand das nicht so, also das hat mich nicht abgeholt, aber jetzt, wenn man so mal in die Story so ein bisschen eintaucht, auf der Plattform da vorn. Hätte ich nicht gedacht. Das muss der Portalstein sein. Wir aber es ist schon, selbst im Schlund, der Kerkermeister etwas bemerkt. Schon eine geile Story. Wir müssen ihn erreichen. Da oben ist er. Das ist der erodierte Portalstein. Alles klar, da wird... Schaut mal, das ist doch eine Ebene, wie gemacht von einem Kampf. Wartet mal ab. Der kommt garantiert noch irgendwo. Wir sind... Es hieß, der Portalstein ist inaktiv. Doch scheint er auf uns zu reagieren. Ach was, der geht schon. Ich kann ihn nicht aktivieren. Ich auch nicht. Da fehlt was. Ich glaube nicht, dass der Stein auf uns reagiert. Er reagiert auf den Champion. Das war klar. Haben wir. Und jetzt? Okay, Quest abgeschlossen. Zack. Aktiviert den erodierten Portalstein. Wenn der Kerkermeister unseren Plan durchschaut, wir aktivieren. Schickt er seine Streitkräfte. Ah, der lädt sich jetzt auf. Alles klar. Okay, passt auf. Hier. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Wie gesagt, hier unten ist der Aufladebalken. Haltet die Stellung! Der Portalstein muss voll aufgeladen sein! Ja, halt mal, kein Problem. Auf der linken Seite macht der Anduin, ein bisschen Bambala Bambala. Und wir kämpfen mal eine Runde mit der Horde mit, oder? Was meint ihr? Ey, das ist gemein. So, wie viel haben wir? 42%. Okay, die sind weg, die sind weg. Der hier fehlt noch. Ey, das ist fies. Da bleiben. Das ist schön. Der könnte doch eigentlich den Portalstein locker lässig aus der Luft killen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch Quatsch. Er ist fast aufgeladen. Nicht nachlassen. Ja, ja, nur die Ruhe. Denken wir mal, da ist keiner dran. Und der Anduin kämpft wieder alleine. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jaina, etwas stimmt nicht. Der Portalstein lädt sich nicht mehr auf. Der Stein reagiert auf euch. Versucht ihn zu aktivieren.
Wir halten die Armee des Kerkermeisters zurück. Alles klar. Gar nichts entkommt dem Schwert. Vergebt euch dem Unvermeidlichen. Ja, soll ich schon mal die Zähne putzen? Sie haben gestoppt. Ja, froh was. Oh. Ketten gelegt, okay. Boah, ist das fies. Das Licht ist mit mir. Sogar hier. Los, Champion! Los! Oh nein. Ihr habt versagt. Nein. Ich habe das, was ich brauche. Alles klar, meine Lieben. Also, so wie es aussieht, sind wir entkommen. Alle anderen haben sich für uns geopfert. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hinkommen. Der Schlumpf greift Oribos an. Verteidig die Richterin! Über was? Halt! Ich spüre hier die Macht des Schlunds, aber dennoch... Nein, das ist nicht möglich. Fremder in einer noch fremderen Welt. Ihr kommt allein am Rande einer merkwürdigen Stadt an und wisst, dass die Anführer Azeroths noch immer im Schlund gefangen sind. Wo immer ihr auch seid, es scheint offensichtlich sehr... sehr weit von eurer Heimat entfernt zu sein. Offenbar wurde eure Ankunft bemerkt. Findet einen Weg in das Innere von Oribos und findet heraus, was dort vor sich geht. Wir nehmen die Quest zumindest an. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind in der großen neuen Stadt von den Shadowlands in der Mitte von Oribos. Das sind die ganzen Ländereien außenrum. Und schaut mal, hier oben ist der Schlund. Da waren wir drin. Ich denke mal, da müssen wir wahrscheinlich auch wieder zurück in der Storyline. Ich denke mal, wir können die Story hier nicht ganz durchspielen, weil irgendwann wird das Level dann so hoch, dass wir hier dafür überhaupt gar keine EP mehr bekommen. Vielleicht spielen wir das dann mal später irgendwann weg. Ich will dann mit Stufe 60 möchte ich auf jeden Fall dann weitergehen, ne? Weiter Richtung dieses Dragonflight, des letzten Addons oder des aktuellen Addons. Meine Lieben, bis hierher, wir schauen mal in der nächsten Folge, was uns hier in Oribos erwartet und hoffen wir mal, dass wir vielleicht schon in eins dieser Ländereien außenrum kommen. Oh, so schnell geht's jetzt, in eins dieser Länder reinkommen, dass wir da endlich mal anfangen können zu questen, weil die Story, die interessiert mich trotz alledem. Ne? Meine Lieben, bis hierher, herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge hier bei WoW Retail, ne? In Shadowlands hier wieder dabei seid. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.